Hi, hier ist wieder Steve von Modern Muscle Cars und heute habe ich für euch den Mustang Dark Horse mit dabei, den ich heute Probe fahren werde und ein kleines Car Review abgeben. Das Mustang Dark Horse ist das Topmodell des aktuellen Mustangs, das heißt, es steht über dem GT. Er hat nicht nur mehr Leistung, etwa 7 PS mehr als der GT, also 453 statt 446 PS, sondern zeichnet sich durch deutlich sportlichere Abstimmung aus. Zu den sportlichen Änderungen gehören zum Beispiel, dass wir eine Tremec-Handschaltung kriegen, wenn wir eben die Handschaltervariante haben. Das hier ist eine Automatik, da haben wir das nicht. Aber wir haben zum Beispiel auch ein Torsen-Sperrdifferential verbaut für die Hinterachse. Genauso haben wir deutlich bessere Kühlung, das heißt, es gibt zusätzliche Ölkühler für das Getriebe und den Motor. Es gibt also viele technische Abstimmungen, die den Wagen deutlich sportlicher machen sollen, wie zum Beispiel das Magnaride-System, was hier serienmäßig ist und sportlicher eingestellt, als wenn man das im GT-Modell kauft. Und wir werden heute diese Änderung alle mal auf der Straße testen und ich werde euch einen Eindruck geben, wie ich das Dark Horse finde und ob sich wirklich der Aufpreis gegenüber des GTs lohnen wird. Immerhin sprechen wir hier von einem Startpreis von 52.500 Euro im Vergleich zum GT, der bei 59.900 Euro startet. Also schon ein ganz schöner Aufschlag. Wir werden heute rausfinden, ob sich das lohnt für den einen oder anderen. Großen Dank geht auf jeden Fall raus an Fiege Performance, die mir ermöglicht haben, dieses Dark Horse zu fahren. Ihr werdet sehen, dass dieser Wagen auch schon so ein paar Steeler-Sticker draufgeklebt hat, wie hier Q767. Das hat damit zu tun, dass dieses Dark Horse, genau wie der Mach 1 vorher, wenn ihr das Video nicht gesehen habt, verlinke ich euch das jetzt nochmal oben in der Ecke. Genau wie der Mach 1 Q767 bekommt dieser Wagen den Komplettumbau mit besserem Fahrwerk, den Dual-Rate-Federn und so weiter, um eben dann eine deutlich sportlichere Abstimmung nochmal zu haben. Deswegen hat der Wagen schon die Sticker, aber den Wagen, den ich fahre, der ist noch komplett serienmäßig, da ist noch nichts irgendwie dran umgebaut. Kleiner Hinweis, wenn ihr Mechaniker seid und irgendwie noch eine coole Stelle sucht, schreibt doch gerne mal Fiege Performance an. Die suchen auf jeden Fall gerade händeringend nach fähigen Leuten, die denen mithelfen wollen, eben diese schönen Projektautos dann auch umzubauen. Schauen wir uns zunächst das Exterieur an, denn das Dark Horse zeichnet eine ganz besondere Optik aus, die sich eben besonders in der Front- und Heckschürze wiederfindet. Kern der Front ist auf jeden Fall dieses schwarz abgesetzte Design, was hier dann auch bis in die Seiten läuft. Das ist aber nicht lackiert, sondern hier Plastik. Highlight ist auch, dass die Scheinwerfer keine Chromrahmen mehr innen verbaut haben, sondern dann eben schwarz lackiert sind von innen. Ich finde, das gibt den Scheinwerfern auf jeden Fall so einen doch deutlich böseren Eindruck als beim normalen GT. Und dann haben wir unten auch ein anderes Design in den Lufteinlässen. Das heißt, wir haben hier diese lackierten, coolen Lufteinlässe, die den Wagen einfach nochmal deutlich breiter scheinen lassen als beim normalen GT. Und natürlich gehört auch so ein etwas größerer Frontsplitter mit zum Design dazu. Wer es noch nicht gesehen hat bei den neuen Mustangs in den Scheinwerfer, ist natürlich das Highlight, dass wir neben diesen schönen drei Tagverlichtern haben, auch ein schönes sequenzielles Blinkerlicht haben. Das sieht dann so aus. Genau, das heißt, diese schönen drei Kammern blinken nacheinander auf, sieht echt stylisch aus. Und wenn wir es wieder ausschalten, den Blinker, dann geht es auch wieder schön zurück zum Tagverlicht. Finde ich echt schick gemacht. Die Scheinwerfer sitzen dann darunter in den drei LED-Birnen. Das Dark Horse hat natürlich eine besondere 19 Zoll Felge, die hat so ein eigenes, etwas sportlicheres Design als beim normalen GT. Die Bremssattel sind hier in so einem dunkelblau markiert mit so einem Grabber Blue Schriftzug vom Brembo drauf. Passt ganz gut zu der Blue Amber Lackfarbe hier, aber ist nicht ganz Ton in Ton. Und wir haben natürlich das Dark Horse Badge, was wirklich cool aussieht, was ja eben diesen Wagen prägt. Das heißt, von außen haben wir keinen GT oder Mustang Schriftzug oder sowas dran, sondern nur die Dark Horse Plakette bzw. das Pony im Kühlergrill vorne. Die Bereifung sind hier Pirelli P-Zero Reifen. Man ist nach dem Facelift vom letzten Mustang von Michelin zurück zu Pirelli gegangen. Das heißt, die P-Zeros haben wir vorne in 255 und hinten in 275. Von den Maßen haben wir also die gleiche Reifenbreite wie beim normalen GT. Auf der Motorhaube vom Dark Horse haben wir so eine coole, einzigartige Folierung. Die ist so ein bisschen Mischung aus Mattschwarz, glänzend schwarz und grau. Passt sehr gut in die anderen Designelemente, die wir am Mach 1 sehen. Und hier vorne ist noch ein sehr schöner Mustang Dark Horse Schriftzug eingebaut. Die Lufthutze in schwarz lackiert ist die gleiche, die wir schon am GT finden. Auch am Heck hat das Dark Horse natürlich einige Besonderheiten. Dazu gehört dieser riesige Diffusor. Der ist nicht lackiert, sondern hat diese Straffierung, die wir auch schon vom GT kennen, ist aber deutlich größer. Wir haben deutlich größere Endrohre hier hinten. Die Endrohre sind zudem hier auch schön in schwarz lackiert. Macht wirklich einen sehr massiven Eindruck, dieser Diffuser unten. Interessant ist, und da habe ich auch nicht so ganz rausfinden können, was das eigentlich soll, ist, dass jetzt hier die ersten europäischen Dark Horse Modelle nur diese kleine Spoilerlippe haben.
Wer sich erinnert, Ford hat den Wagen für Europa eigentlich mit so einem schönen Heckflügel angekündigt. Auch im Konfigurator findet ihr nur diesen schönen Heckflügel. Und die ersten haben jetzt hier diese Spoilerlippe. Warum, weiß keiner. Die ersten gebauten EU Dark Horses haben auf jeden Fall nur diese Lippe. Jetzt kommen auch die ersten schon nach Deutschland, die jetzt den Flügel haben sollen, wie es eigentlich auch irgendwie gedacht war. Auf jeden Fall ein bisschen merkwürdig. Ich finde, der Wagen hätte auch diesen größeren Spoiler verdient. Dann passt das auch irgendwie noch mal besser zum Diffusor. Die Lippe finde ich persönlich im Vergleich zu unten schon fast ein bisschen zu schmal eigentlich für die Optik. Aber wir haben natürlich hinten auch noch mal das Dark Horse Badge verbaut, genau wie auf den Seiten. Und wir haben hier wieder die Rückleuchten. Die sind genau wie beim GT so schön animiert. Das heißt, wenn man auf- oder zuschließt, sieht man eben so eine schöne Startup-Animation. Und das ist eben unten der sequentielle Blinker. Und oben ist dann quasi der Teil vom Licht- und Bremslicht, wenn man eben fährt. So ein paar Easter Eggs hat der Wagen auf jeden Fall auch. Hier ist zum Beispiel ein kleines Pony in der Windschutzscheibe. Oder in der Heckscheibe finden wir auch so eine kleine Ansammlung der verschiedenen Mustang-Generationen wieder. Ich mag ja solche kleinen Gimmicks, finde ich auf jeden Fall nett gemacht. Kofferraumgröße ist, wie wir es bereits vom Mustang kennen, auch von der 6. Generation ist das alles unverändert. Das heißt, wir haben hier ordentlich Tiefgang. Hier geht es recht weit rein. Man kann die Sitze umklappen, falls man noch mehr laden will. Aber so für Getränkekästen, Urlaubsgepäck und so weiter ist das eigentlich alles überhaupt kein Problem, hier reinzukriegen. Wie gesagt, unverändert von der 6. Generation. Werfen wir noch einen Blick auf den Motorraum vom Dark Horse. Er sieht an sich vom ersten Blick genauso aus wie das, was wir vom GT kennen. Hier auf der Domstrebe findet sich so ein schöner Dark Horse Schriftzug. Aber ansonsten sehen wir von außen den gleichen Coyote-Motor, den wir schon kennen. 5 Liter V8 ist natürlich klar. Wir haben hier die doppelten Drosselklappen mit der doppelten Ansaugung, was wir auch schön dann im Kühlergrill sehen. Die technischen Änderungen am Motor sind eigentlich eher so innen drin. Das heißt, wir haben Pleuelstangen und die Kurbel werden jetzt zum Beispiel aus dem letzten GT500 verbaut, das erste Mal im Coyote-Motor. Und dadurch generiert das Dark Horse eben die Mehrleistung, die er gegenüber dem GT hat. Wer die Datenblätter zwischen USA und Europa verglichen hat, wird gemerkt haben, dass in den USA die Wagen deutlich mehr PS haben. Da reden wir beim Dark Horse von 500 PS ungefähr. Hier haben wir dann in Europa 453, das ist sogar weniger als der Mach 1, als Facelift letztes Mal schon hatte. Aber man muss einfach fairerweise sagen, die europäischen Richtlinien werden nicht einfacher. Es ist ein Riesenglück, dass wir überhaupt so einen Wagen noch in Europa kaufen können zu den Preisen. Und von daher denke ich, kann man auch damit leben, wenn man vielleicht ein bisschen PS weniger hat. Muss man natürlich vielleicht auch mal abwarten, was Tuner auf dem Prüfstand und all sowas rausfinden, was die Wagen dann tatsächlich liefern im Vergleich zu das, was man einfach nur im Autoquartett-Datenblatt ablesen kann. Wie gesagt, Leistung ist hier 453 PS bei 540 Newtonmeter Drehmoment. 0 auf 100 soll der Wagen, glaube ich, in 4,2 Sekunden schaffen. Vielleicht können wir das ja auch mal testen. Natürlich darf in so einem Video ein Soundcheck nicht fehlen. Wir hören daher mal rein, wie der Wagen in den verschiedenen Fahrmodi klingt. Kommen wir zum Innenraum, denn auch hier hat das Dark Horse so ein paar kleine Akzente, die es vom GT unterscheidet. Wir haben hier zum Beispiel schöne blaue Lederelemente verbaut und dann Alcantara-Oberflächen. Genauso sind hier überall blaue Ziernähte zu finden, auch hier am Lenkrad. Aber auch hier ist alles schön beledert und dann mit den Ziernähten versehen. Beim GT ist das eben dann nicht blau gekennzeichnet, aber auch die Sitze, finde ich, sehen echt schön aus, haben hier so perforierte Alcantara-Oberflächen, sind klimatisiert, haben Sitzbelüftung. Wie immer beim Mustang, wenn man die Recaro-Sitze nimmt, sind die zwar sportlicher, aber die Klimatisierung entfällt komplett, also keine Sitzheizung und Sitzkühlung mehr. Und wir haben hier halt die schönen blauen Akzente und wie gesagt, so eine Alcantara-Oberfläche fühlt sich echt schön an. Auch die Mittelkonsole ist beledert. Ist aber jetzt nicht unbedingt weich, sondern ist einfach hart und dann Leder drüber gezogen. Aber durch die blauen Nähte sieht es echt ganz stimmig aus.
Und auch wenn wir nach hinten schauen, sehen wir, dass die Rücksitze auch diesen schönen blauen Ton vom Dark Horse dann eben fortsetzen. Ist natürlich hier mit der Blue Ember Farbe von dem Styling-Paket vom Dark Horse wirklich passend. Wenn man jetzt zum Beispiel ein rotes Dark Horse bestellt, ist das vielleicht mit den blauen Elementen ein bisschen merkwürdig, aber ich finde es eigentlich eine coole Sache. Hier würde sonst eigentlich auch ein Dark Horse Badge geprägt sein. Hier ist jetzt schon das Steeder Badge drin, auch wenn der Wagen noch den Steeder Umbau nicht hat, wie erwähnt. Aber sieht trotzdem ganz cool aus, denke ich dann. Kommen wir zum Infotainment bzw. den Kombi-Instrumenten. Hier haben wir große Screens verbaut. Als Kombi-Instrument haben wir einen 12,4 Zoll großen Bildschirm und daneben haben wir einen Touchscreen für die ganze Sync 4 Bedienung, der ist 13,2 Zoll groß. Wenn wir den Wagen starten, kommt auch eine besondere Dark Horse Animation, die hier so ein bisschen, weil ich jetzt gerade den Motor nicht gestartet habe, überblendet wird von der anderen Meldung. Aber ihr seht, da ist dann auch ein Dark Horse zu sehen. Schauen wir hier noch mal ein bisschen in das Infotainment rein. Das ist natürlich hier dieser Startscreen. Man kann natürlich hier super viele Sachen einstellen. Man kann seinen eigenen Fahrmodus zusammenstellen. Wie man sieht, ist hier noch ein GT zu sehen, kein Dark Horse. Schade, das wäre ganz cool gewesen, wenn jetzt hier vielleicht auch ein Dark Horse zu sehen gewesen wäre. Aber wir haben unzählige Möglichkeiten. Wie gesagt, über das Infotainment findet ihr im Video, was ich euch jetzt noch mal oben verlinke, noch mal ein bisschen mehr. Aber wir haben Track-Apps, das heißt, ich kann Beschleunigungszeiten messen. Ich kann mir die Messanzeigen einstellen, was ich sehen möchte. Ich kann hier jetzt zum Beispiel hier Öldruck, was ist das? Öltemperatur nehme ich mal an oder Wassertemperatur. Nee, das müsste Öltemperatur sein. Man kann das aber auch wirklich customizen, was ich wo sehen möchte. Ne? Ich kann hier ein Beschleunigungsmesser rausnehmen und hier eine Achsöltemperatur, Zylinderkopftemperatur, Öldruck, Ansauglufttemperatur. Unzählige Möglichkeiten, was ich einstellen will. Und wenn ich dann sportlich fahre, kann ich mir das hier anzeigen lassen. Man kann auch die Ansicht umschalten, dass man nochmal 5 Anzeigen sieht statt 3. Also wirklich sehr viele Optionen, wie man das haben möchte. Man kann auch hier einen Custom-Modus einstellen. Hier kann ich jetzt zum Beispiel die Dämpfer einstellen. Okay, die sind jetzt auf Normal, weil ich den Basismodus nicht drin habe. Die Dämpfer sind leider immer an den Fahrmodus gebunden. Das heißt, wenn ich hier als Basismodus Normal nehme für meinen Custom-Modus, dann ist auch das Fahrwerk immer dran gebunden. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich eine sportliche Abstimmung von den Magnaride haben will, muss ich als Basismodus den Sport nehmen und kann dann mir aber die verschiedenen Sondereinstellungen vornehmen, wie ob ich hier Traktionskontrolle haben will, was der Auspuff macht, was mein Kombi-Instrument anzeigen soll für Systeme, ob ich Start-Stopp haben möchte. Natürlich auch Auspuff, wie der klingt, kann man auf Rennstrecke, leise und so weiter stellen. Aber ich kann nicht sagen, ich möchte nur das Magnaride umstellen auf Sport oder Track. Das ging im 6. Generation leider auch nicht. Aber ich kann hier zumindest den Auspuff-Sound als Schnellmenü umstellen. Leise, normal, Sport und Track. Ich denke mal, viele werden wahrscheinlich hier irgendwie dann immer, wenn sie unterwegs sind und nicht gerade in der Siedlung, dann irgendwie auf Track stellen. Aber es ist cool, dass man zumindest das schnell einstellen kann. Ansonsten super viele Optionen. Wir können die Betriebsanleitung hier ablesen. Wir haben viele Fahrerassistenzsysteme, zu denen ich euch gleich nochmal eine besondere Sache sagen muss, die ich gefunden habe. Wer nämlich den Mustang GT-Test von mir gesehen hat, wird auf das Gebimmel gekommen sein, was mich da wirklich genervt hat. Und tatsächlich gibt es eine Möglichkeit, das schnell auszustellen. Das zeige ich euch aber gleich während der Fahrt. Genau, ansonsten von der Funktionalität ist alles wie im GT. Wir haben hier diese Leiste mit diesen Schnellköpfen, um Auto Start-Stopp auszustellen, den My-Mode aufzurufen, Traktionskontrolle und so weiter. Sind keine einzelnen Buttons, sondern ist irgendwie so eine Leiste, fühlt sich so ein bisschen wackelig an, aber funktioniert ganz gut. Und wir haben natürlich dieses wirklich schöne Lenkrad im neuen Mustang. Schön beledert, fühlt sich gut an, sehr griffig. Und ich mag das sportlich abgeflachte unten, das hatte der Mustang ja bislang nicht. Wir haben hier diese quasi Carbon-Spangen aus Plastik. Das ist ja überall so ein bisschen, zieht sich das hier durch. Und dann haben wir hier wirkliche Buttons, also richtige Tastflächen, mit denen wir die Sachen einstellen können. Hier habe ich Fahrmodus, Abstandstempomat, Limiter und so weiter, was ich hier einstellen kann. Wirklich schön gemacht, lässt sich gut bedienen. Ja, also der Mustang hat innen auf jeden Fall den modernen Touch dadurch erreicht, den er vorher nicht hatte. Ich weiß, viele sind so ein bisschen abgeschreckt von den Screens und sagen, das ist mir vielleicht ein bisschen zu viel, ist nicht mehr Mustang, was weiß ich. Ich finde immer noch das eigentlich sehr gelungen. Ich finde, das sieht schön aus, macht den Wagen sehr modern und für mich hat es immer noch Mustang-Feeling, weil ich sehe die Motorhaube. Die außenrum hat sich ja auch wenig verändert und das ist einfach so immer noch das, wie man es aus Mustang kennt, wenn man fährt. Nur, dass jetzt alles noch mal größer, digitaler und halt moderner aussieht. Wir machen einmal einen Touch-Test. Ich fasse alles mal an. Hier haben wir weiches Leder. Das
das ist auch weich. Das hier ist sehr weiches Alcantara. Das hier ist, wie gesagt, eine Plastikoberfläche, aber auch hier Soft-Touch-Oberfläche. Lenkrad, wie gesagt, ist sehr schön verarbeitet. Hier, das scheint auch eine Belederung richtig zu sein. Das fühlt sich schön an. Hier ist wieder die Plastikoberfläche, dieses Geriffelte. Auch hier ist natürlich Plastik-Ladekappe für induktives Laden. Die Konsole ist, wie gesagt, beledert. Die Sitze fühlen sich wirklich schön an. Das ist Plastik. Hier das Gleiche, ne? Leder, Alcantara. Hier ist sogar auch beledert. Das ist kein Plastik, oder ist zumindest aufgeschäumtes Plastik. Ist jetzt schwer zu sagen. Auf jeden Fall ist es weiches Material. Und hier unten, das ist dann wieder Plastik. Also völlig in Ordnung. Ist jetzt kein Riesenfortschritt zum vorherigen Generationen. Ist, wie gesagt, viel übernommen, wer die anderen Videos kennt. Aber ich denke, für das, was man eben bekommt, ist das cool. Es ist ein Upgrade für mich im Interieur vom Vorgänger. Und dass wir eben so eine neue Generation in Europa bekommen, ist ein Riesending. Und die Preise, da sage ich gleich vielleicht noch was zu. Wir fahren jetzt los mit dem Dark Horse. Und das Erste ist natürlich, wie klingt der, wenn wir ihn starten? Ja, blubbert gut los, ne? Hört sich gut an. Dann fahren wir mal los. Ich würde sagen, klingt jetzt schon lauter als der GT, den ich Probe gefahren bin. Man hört den Auspuff deutlicher, also wirklich mehr als deutlicher als beim GT. Also, nicht schlecht. Was ich euch ja versprochen habe, ich habe nach dem letzten Video wegen diesem Geschwindigkeitsgebimmel recherchiert. Und zwar gibt es einen Trick, wir haben unten links die Tempomat-Taste am Lenkrad, beziehungsweise die Limiter-Taste. Und wenn ich die lang genug gedrückt halte, dann läuft so ein blauer Balken durch und er läuft und er läuft. Und dann ist die Geschwindigkeitswarnung aus. Das heißt, es ist abschaltbar, dass der Wagen mich nicht die ganze Zeit anbimmelt, wenn ich auch nur 1 km/h über dem Limit fahre. Gott sei Dank, das ist wohl bei allen Ford so geregelt, dass man es ausschalten kann. Aber es wird bei jedem Motorstart einmal aktiv sein. Da darf man sich nicht ärgern lassen. Also im Normalmodus gefällt mir das Dark Horse auf jeden Fall schon richtig gut. Man kann den schön sportlich um Kurve fahren, muss da keine Angst haben. Das Lenkrad ist natürlich im Normalmodus, hat so ein bisschen Spiel, ist natürlich noch sehr weich, aber das ist ja beim Normalmodus auch gewollt. Ich werde gleich mal einmal weiterschalten, dass wir in den Sportmodus gehen. So. Schon ist das Spiel ein bisschen raus, die Lenkung wird straffer. Gefällt mir dann auf jeden Fall besser, wenn man auch sportlich fährt. Ein ganz weiches Lenkrad ist für die City immer super, aber natürlich für Landstraßen und Kurven nicht unbedingt das, was man haben will. Ist aber natürlich hier sehr weit. Ah, Pedals funktionieren super schnell. Sind leider aus Plastik anscheinend und keine Metallpedals, aber wenn ihr hier seht, der schaltet blitzschnell die Gänge durch. Aber wenn man manuell fahren will, kann man das auf jeden Fall richtig gut machen mit dem Wagen. Jetzt haben wir hier ein bisschen Schleicher vor uns. So, wir erreichen den Dorfausgang und dann wollen wir doch mal sehen, wie gut das Dark Horse beschleunigt. Los geht's. Man hat gemerkt, die Automatik hätte vielleicht noch mal ein Stück zu runterschalten können. Aber macht sich gut, macht auf jeden Fall Spaß. Oh Mann, ey. Der Sound ist auf jeden Fall noch mal ein ganzes Stück über dem GT. Das ist ein richtig schönes Soundbild. Ich glaube, da muss man, wenn man jetzt nicht unbedingt tierisch laut haben will, dass man auch auf 2 Kilometer Entfernung einhört, ob man hier noch eine Nachrüstabgasanlage braucht. Weiß nicht, ich bräuchte es auf jeden Fall nicht bei dem Wagen. Ich finde es echt klasse, wie er klingt. Und auch das Magnetride, oh, hier ist sehr viel Dreck auf der Straße, da muss ich kurz ausweichen. Auch das Magnetride hier im Sportmodus ist schön straff. Bremse, schöner Bremspunkt, sehr gutes Gefühl, was man da macht. Kann ich auch sehr schön in die Kurven reinbremsen mit Gefühl. Und dann in den Dorfeingang rein. Fühlt sich auf jeden Fall die Spur sportlicher an, die Ford eben bewirbt, würde ich sagen. Also natürlich reden wir hier von so einem
kleinen mechanischen Änderungen, sage ich mal. Also es ist jetzt nicht so, dass hier das ultimative, super harte Performance-Fahrwerk drin ist, sondern eben eine Varianz an Abstimmung vorhanden ist. Das heißt, ich kann es sehr sportlich schalten. Ich habe aber auch im Normalmodus immer noch ein gutes Cruiser-Auto. Und ich gehe jetzt mal weiter in den Track-Modus. Und wir mal gucken, was hier dann die wirklich sportlichste Abstimmung vom Dark Horse hergibt. Man merkt so ein bisschen das, was der Coyote immer hat, dass er erstmal ein bisschen Drehzahl braucht, bis er wirklich den Punch hat. Also im niedrigen Drehzahlbereich, so beim Anfahren, merkst du, dass da halt weiter nicht seine komplette Stärke liegt. Aber sobald er erstmal die Drehzahl hat, geht er richtig gut nach vorne. Und hier im Track-Modus fährt er sich einfach spaßig. Das ist wirklich cool gemacht. Also mir gefällt es super. Und ich würde wirklich sagen, dass es eben nochmal diese Spur mehr ist, als der GT liefert. Es fährt sich knackiger gefühlt, spricht der Motor so dieses kleine bisschen nochmal besser an aufs Gas. Und dazu eben der Auspuff, der nochmal eine Spur lauter ist, als das, was der GT macht. Ist jetzt natürlich, Probefahrten liegen ein paar Tage auseinander. Aber ich würde schon sagen, dass das ein kleiner Fortschritt auf jeden Fall ist. Und was wir auf jeden Fall nicht vergessen dürfen, ist, dass das Dark Horse die zusätzlichen Kühler für das Differential, für den Motor, für das Motoröl und das Getriebeöl hat. Jeder, der den Mustang wirklich auf einer Rennstrecke mal prügeln will oder wirklich längere Autobahndistanzen Vollgas fahren will, wird irgendwann um diese Kühlung nicht drum rumkommen. Denn beim Gen 6 haben wir das oft gehört, dass auf der Rennstrecke die Leute ein bisschen Probleme mit der Kühlung hatten, dass der Wagen irgendwann heiß läuft. Und mit dem Dark Horse haben wir dann schon die perfekte Vorbereitung, dass das eigentlich kein Thema mehr sein sollte für den Mustang, wo man beim GT wahrscheinlich dann erstmal ein bisschen nachhelfen kann, damit man den auf der Rennstrecke wirklich sicher bewegen kann. Und einer der wichtigsten Punkte, über die kaum jemand spricht beim Dark Horse, ist die Getriebeübersetzung. Wir haben im Dark Horse eine kürzere Achsübersetzung, die in Europa sonst nicht verfügbar ist. Die GTs haben eine längere Übersetzung. In den USA gibt es das Performance Package, das ist hier eigentlich beim GT serienmäßig. Dadurch erhält man eine kürzere Übersetzung. In Europa gibt es aber diese Übersetzung nicht. Die kriegst du nur, wenn du das Dark Horse hast. Und das sorgt eben dafür, dass der Wagen eben nochmal eine ganze Spur schneller beschleunigt und die Gänge schneller durchknallt. Ja, dadurch wird er halt nicht so sparsam. Aber wenn wir dann eben... Jawohl! Aber wenn man eben dann drauf haut, geht der Mustang schneller durch die Gänge durch. Sorgt natürlich dafür, dass wir in sehr hohen Geschwindigkeiten dann schneller an dem Gang der Power hat vorbei sind und schneller in höhere Gänge schalten müssen. Aber für eine wirkliche Beschleunigung in diesem ganzen dynamischen Bereich von 50 bis, sagen wir mal, 200, wird das Dark Horse da auf jeden Fall mehr Durchzug haben. Also ich hätte auf jeden Fall gesagt, für mich wäre das Dark Horse wahrscheinlich das richtige Modell. Hier im Track-Modus macht das echt Spaß zu fahren. Man merkt, man hat hier so ein bisschen Spielhatter an der Lenkung. Ne? Also es ist kein knüppelhartes Lenkrad. Ihr merkt, da passiert nicht allzu viel am Fahrwerk mit so ein bisschen Bewegung. Aber ich finde das Feedback trotzdem gut. Man merkt, was die Vorderräder leicht machen. Also es ist kein hundertprozentiges Feedback, wie man es jetzt zum Beispiel von dem Stelia Q767 kennt. Wie gesagt, wird das Dark Horse hier auch in den nächsten Wochen umgebaut zum Stelia. Und dann werdet ihr mich wahrscheinlich in einem Dark Horse nach dem Umbau auch nochmal wiedersehen. Aber für das, was man ab Werk kriegt und wenn man jetzt wirklich nicht sagt, das muss die perfekte Abstimmung für die Rennstrecke bereits sein, einfach nur nochmal die Spur sportlicher und eben diese einzigartige Optik, der coole Sound. Und wenn er hinten den Heckflügel hat, gefällt er mir dann auch nochmal eine ganze Spur besser, einfach vom Heck. Wie gesagt, der Spoiler finde ich ein bisschen klein, soll aber kein Thema mehr sein, wenn jetzt Ford da den großen Spoiler demnächst für alle montiert. Und dann ist das ja echt ein geiles Paket. Wie gesagt, Startpreis ist 72,5. Wie ich schon erwähnt habe, gibt es inzwischen auch ganz gute Rabatte von über 10% teilweise, was ich online gesehen habe. Es geht ja nicht nur um Rabatte, sondern natürlich auch um Vertrauen zum Händler und so weiter. Kauft da, wo ihr euch am besten aufgehoben fühlt. Aber wir reden dann davon, dass ein Dark Horse mit Ausstattung wahrscheinlich um 70, unter 70 irgendwo auf jeden Fall machbar ist. Mit ganz niedriger Ausstattung vielleicht sogar mittlere 60. Und was kriegst du für das Geld, was da irgendwie rankommt? Ne? Also, das ist so viel Power, so viel Fahrspaß, der Sound.
Und manche bezeichnen es ja immer so als diesen Dinosaurier von vor 8, der dann so aus der Zeit gefallen ist. Finde ich nicht. Finde ich, dass der Wagen aus der Zeit gefallen ist. Es ist immer noch ein geiler Motor. Verbrauch ist, denke ich, völlig okay. Also du kannst den auch mit 11 Liter oder sowas bewegen, wenn du ihn jetzt nicht die ganze Zeit trittst, sondern auch mal ein bisschen mit Tempomat fährst. Wahrscheinlich sogar noch viel weniger, wenn man durch Baustellen und Limitzeit fährt auf der Autobahn, wo dann 80, 100 oder sowas die ganze Zeit ist. Das ist völlig in Ordnung für 453 PS. Und ja, der Mach 1 hatte 460 PS, das ist jetzt ja weniger. Aber so ein Autoquartett, entscheidend ist doch, wie er fährt und wie er sich anfühlt. Und das ist einfach klasse von der Beschleunigung. Was ich aber interessant finde, ist, dass der Wagen zu keiner Spur irgendwie knüppelhart wird. Also er ist straff, er lässt sich gut um Kurven bewegen, macht Spaß zu fahren, auch durch eben Serpentinen und enge Kurven und Landstraßen. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass der Wagen wie so ein Focus ST oder sowas so richtig hart abgestimmt ist, dass der die Zähne rausklappert oder es irgendwann unangenehm wird. Deswegen denke ich, dass das Interessante eigentlich beim Mustang ist, was ja kein auch ein Ponycar und kein reiner Sportwagen ist, dass eben der Wagen auch trotzdem für jeden noch geeignet ist. Ne? Lässt sich halt auch so super als Alltagswagen noch fahren, ne? Ohne dass man hier irgendwie Angst haben muss, dass das irgendwie ungemütlich wird, für Langstrecken untauglich. Die Sitze sind fast schon wie so bequeme Sessel. Man kann hier sehr schön drin sitzen und fahren. Und dann klingt der Wagen auch einfach schön. Da muss man gar nicht, das ist ja das, was so ein Ponycar auch ausmacht. Du musst halt gar nicht die ganze Zeit irgendwie auf dem Gas stehen, um Spaß zu haben. Du kannst auch einfach ein bisschen gemütlich vor den hinfahren und freust dich einfach dran, dass man so einen schönen V8 im Hintergrund blubbern hat, der das hier immer schön musikalisch untermalt, was er gerade tut. Muss natürlich jeder für sich entscheiden, ob er sagt, ist es mir der Aufpreis zum Dark Horse wert? Reicht nicht auch ein GT? Hängt natürlich so ein bisschen einfach, glaube ich, von den sportlichen Ambitionen ab und natürlich auch, was man sich so als Limit setzt. So, dann wollen wir auch mal testen, was der Wagen bei 0 auf 100 macht. Was haben wir? Ah, 5,6 Sekunden. Ich hatte ordentlich Wheelspin, das müssen wir gleich nochmal probieren, das war irgendwie nix. Ich probiere mal mit eigenem Gas halten. Irgendwie tänzelt er ein bisschen. 5,66, also ich krieg's nicht hin. Ich glaube schon, dass man noch mal bessere Zeiten unter 5 Sekunden auf jeden Fall fahren kann. Aber es ist auf jeden Fall nicht einfach. Das Problem ist, ich fahre so ein bisschen im Drehzahlkeller an und dann kommt da irgendwie nichts Vernünftiges bei rum, weil man eben dann sehr viel Wheelspin hat. Selbst wenn er die Gänge durchschaltet, hat man dann noch ordentlich Wheelspin, dass er dann mal kurz bei Hinterrädern durchdreht. Und man merkt das richtig in der Lenkung, wie er kurz zuckt. Aber das System fängt einen gut ab. Man kann das sicher fahren, es macht auf jeden Fall Spaß. Aber die Zeit ist jetzt natürlich nicht das Geilste, was ich hier jetzt gerade gefahren bin. Einmal probieren wir noch hier. Der knallt einen hier durch. Oh, was war das? Eine 4,8. Naja, wird doch schon besser. Also ich sag, mit Übung kann man bestimmt noch die niedrigen 4 Sekunden hinkriegen. Das war jetzt schon besser. Man merkt interessanterweise, dass wenn du den Start machst, dass er hinten gefühlt auch mit Wheelspin direkt starten will. Ich habe das Gefühl, im Stand dreht er so ein bisschen dann schon die Reifen vor. Ist auf jeden Fall interessant, was er macht. Aber wie gesagt, hier mit ein paar Versuchen, 4,8 Sekunden, glaube ich, waren das jetzt hier. Ja, ist doch ganz nett und ganz ehrlich, man kauft doch den Wagen hier nicht wegen 0,100. Da kann man bestimmt auch noch ein bisschen optimieren, dass er mehr Grip auf der Hinterachse kriegt. Oder hier das ein bisschen üben, dass man nochmal mit viel mehr Drehzahl anfährt und dann eben das besser timet. Aber so, lustige Sache. Kommen wir zu einem kurzen Fazit zum neuen Mustang Dark Horse. Mich hat der Wagen positiv überrascht aus mehreren Punkten.
Der Wagen ist einfach ein bisschen sportlicher als der GT. Es ist nur so ein bisschen, aber das reicht aus, dass man eben auf Landstraßen und Co. noch mal etwas mehr Spaß in den Kurven haben kann und mehr Geschwindigkeit damit reinnehmen. Überzeugt hat mich auf jeden Fall auch der Sound. Der Wagen klingt wirklich noch mal eine Spur lauter und bassiger als schon der GT, der auch schon echt gut klang. Das ist sicherlich einer der bestklingenden Autos, die man überhaupt in dem Preisbereich kaufen kann. Und natürlich das Design ist wirklich schick. Das Dark Horse mit diesen kleinen geänderten Elementen wie dem größeren Diffusor, mit den großen Endrohren und der anderen Front sieht einfach eine ganze Spur noch mal aggressiver aus als der normale GT. Negativ würde ich sehen, dass der Aufpreis zum GT doch relativ hoch ist. Da muss jeder für sich entscheiden, ob es das überhaupt wert sein kann. Und ein Punkt, den ich auch noch kritisch anmerken muss, ist eben, dass unter 3000 Umdrehungen es ein bisschen unspektakulär wirken kann, weil der Motor eben diese Drehzahl braucht, um wirklich Power abzuliefern. Ich denke, das Dark Horse ist also genau das richtige Auto für alle, die entweder einen ganz besonderen Mustang fahren wollen, den lauteren Auspuffsound ab Werk möchten oder spätere Track-Einsätze in Planung haben. Nach meinen Fahreindrücken beider Autos dürfte aber auch ein GT für sicher viele ausreichend sein, gerade wenn man es nur als Daily nutzt oder eben zum Cruisen. Wie immer bleibt mir zu sagen, danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, denkt gerne auch an ein Like und Abo des Kanals und wir hören uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.